Ja, wie gesagt, heute wichtige Infos sind mein und ganz wichtig, darauf rufe ich erstmal hin. Ne? Und zwar, genau, das ist eben gerade war übrigens. Und zwar als erstes für alle Fans. Danach die, für die DJs die wichtigen Infos. Für alle Fans. Es ist mal wieder soweit. Wie dieses Jahr, wird es auch wie letztes Jahr. Scheißegal, ja. Oh. Wird auch dieses Jahr wieder ein Mega-Silvester-Mix geben. Das sprich, ihr dürft mir eure Lieblingswünsche in Sachen Hardstyle, House, Dance, Trance, Hands Up, Hardcore, eigentlich was alles elektronisch ist, mir schicken. Ich vermixe das Ganze in den Mix. Und desto mehr Lieder das sind, desto länger geht der Mix. Natürlich habe ich da ohne Grenze. Bei 8 Stunden ist Schluss. Also letztes Jahr habe ich 8 Stunden Mix gemacht. Hab da fein gedownloadet. Dieses Jahr, Achtung, uno momento, dos, tres, werde ich. Scheiß Euro-Kippen hier. Das so machen, dass ich ihn auf YouTube uploaden werde und darunter den Download-Link und der komplette Mix drin ist. Unter einer Bedingung, solltet ihr mir Liedernamen schicken, dann gebt nicht an Technobase Remix oder Kaki Remix oder sowas. Sprich, dieser Produzent muss halt einen richtigen Remix-Namen haben. Zum Beispiel eben wie bei Hardstyle Pitcher oder David Guetta Remix. Jetzt hatte ich auch, boah, ey. Oder sowas ähnlichem halt. Deswegen, so jetzt wisst ihr eigentlich Bescheid. Also es ist eigentlich selbst ist, Bing-Bong, eigentlich ganz einfach zu verstehen. Und ja. Ein Schluss wäre dann, ihr könnt mich über anschreiben, egal ob Facebook, Schüler, ach, Schüler zu Facebook, YouTube oder sonst wo. Informationen habt da unten nochmal hier unten in dieser komischen Video-Kack-Beschreibung hier, habt da drinnen, wo ich noch überall nochmal bin, wo ihr mich finden könnt und anschreiben könnt. Und zwar ist der Einsendeschluss bis. Ach nee, nee, Einsendeschluss ist bis zum. Na, sag schon Ronny. Na, sag schon Ronny. Na, sag schon Ronny. Na, wie hieß denn die Scheiße? Bis zum. Machen wir mal 20. Dezember. Und ab 10. Oktober geht's los. Aber weitere Informationen folgen noch. Ihr kriegt dafür noch ein extra Video sozusagen. Kommt am 10. Oktober dann noch hoch, hoch das Video in YouTube. YouTube. Alles klar. So, ne? Ja, dann für alle DJs und Produzenten. Ganz wichtig, ich suche viele. Ich muss die Kippe anmachen, tut mir leid, aber das kann ich nicht reden. Ich bin echt hydrosüchtig. Oh, Scheiße, weg. Und zwar, soll ich das sagen? Ich suche Künstler, die noch nicht so bekannt sind, egal aus auf welchem Bereich, sollte elektronische Tanzmusik sein, so in Anführungsstrichen. Egal ob Hardstyle, Hands Up, Dance, Trance, House, Electro, Hardcore. Hauptsache elektronisch oder Dubstep, von mir aus auch noch. Ich würde diese gern promoten, in einen meiner Mixereien mixen, sage ich jetzt mal. Sprich, ihr habt einen Freund oder ihr seid selber Produzenten oder DJs, dann meldet euch bei mir. Wie gesagt, Kontaktinformationen unten. Schreibt er mir, der Track sollte übrigens frei ergänglich sein, also ich sollte Zugriff drauf haben. Ihr könnt mir auch gerne unveröffentlichte Lieder schicken, die vermixe ich dann hin. Es dient nur der Es dient nur der Promotion. Eindeutig nur der Promotion. Also wichtig ist für mich, dass dann nicht, oh, du hast es geklaut und so. Nein, es dient nur der Promotion. Zudem würde ich dann die Tracks auch nochmal auf den Radiosendern spielen, wo ich aktiv bin. Könnt ihr übrigens auch reinhören mal. Auf klang-werk.eu als auch elektronik-werk.eu. Klangwerk, das ist so Hardstyle, Hands Up, so alles was härtere Dance-Musik ist. House und Elektro ist bei elektronik-werk.eu, da spiele ich House, Dance und Elektro halt, wie der Name schon sagt, ne, gell. Ja, also wie gesagt, könnt euch gerne bei mir melden. Ich würde euch echt gerne promoten wollen, weil ich suche wie verrückt Produzenten, sage ich jetzt mal, wo es dann keine YouTube-Kacke reinkommen mit. Ja, dieses Gamer-Scheiße und hast du nie gesehen, das brauche ich nämlich nicht so ein Mist, ne? Deswegen, es dient ja letztendlich euch mit zur Promotion.
Ich verspreche, ich gebe nichts weiter. Ich habe bis jetzt von Unleashers, von Blueheart, alles, von dem ich was bekommen habe, nichts weitergegeben, als auf sämtlichen Hands-Up-DJs wie Lakito oder House-Produzenten wie Chillmaster, habe ich nichts weitergegeben bis jetzt. Und daran halte ich mich auch, weil ich vom illegalen Downloaden oder Weiterverbreiten dieser Songs nichts halte. Ich werde mein persönliches Wasserzeichen reinhauen in diese Mixe. Sprich, dieses Checken auf Facebook, Fanpage, bababa, bing bong. Dass diese Tracks unergänglich sind. Derjenige kann keinen Zugriff auf diese Lieder drauf haben. Es sei denn, ihr verlangt es, dann schreibe ich meistens immer drunter Free Release, also gibt es freien Track, da können die Leute sich gerne bei euch melden, sozusagen. Gecheckt, gecheckt, alles klar. Ja, was war es noch? Sollte jemand mit mir mal zusammen einen Mix machen wollen für YouTube, habe ich auch kein Problem damit. Er sollte gut mixen können. Er sollte, also wie sage ich das mal, schöne Tracks haben, ne? Sollte sich mit mir in Verbindung auseinandersetzen, sollte sich halt gerne melden. Er würde dann mit mir zusammen einen YouTube-Mix machen, sprich eine halbe Stunde ich, eine halbe Stunde er. Dann schreibe ich zum Beispiel einen Rickepitzen-Longtime-Mixer und Ahmed der Vierte oder sowas, je nachdem wie er halt hieß, ne? Ja. Noch Hüttengaudi, also so würde ich das machen. Zudem kommt jetzt noch ein Video von mir, weil ich schon gefragt wurde, ja, wie sieht's mal aus? Machst du mal so einen Mix, wo man dich sieht? Habe ich gesagt, mache ich, kein Ding, aber ich habe bis jetzt das Problem, ich habe es jetzt nur ein Mischpult. Ich brauche nur die zwei hier CD-Dingsbums, DJs. So, deswegen. Ich schreibe auch öfters darunter, ob ich es nur mit Mischpult gemacht oder Software. Ich halte von Software meine Meinung nicht viel, weil das einfach nur Synchronisierungsbutton-Gedrücke ist und das bringt mir das nicht. So, aber weitere Fragen beantworte ich in dem nächsten Video. Achtung, das Video ist auch wichtig. Also hört jetzt zu. Ihr habt jetzt die Chance, mir ganz viele Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was weiß ich hier? Ja, wie machst du Musik? Mit was machst du Musik? Wo kommst du her? Wie fett bist du? Sag mal, bist du an Halbprinzessin 4 geworden oder sonst sowas? Könnt ihr mir stellen, ich beantworte sie gerne, eure Fragen. Echt, ohne Scheiß, ich antworte gerne. Ich bin doch sowieso wie ein Lesebuch, ich hau alles frei raus, was mir nicht passt. Und was mir passt, hau ich raus. Also scheißegal, ich bin Mann. Ne? Tourette. No? Macht man sich lustig, ne, Leute? Deswegen, schickt mir eure Fragen halt. Und da würde ich das sagen, gebe ich euch 2 Wochen Zeit. Heute ist der Mitte September. Würde ich sagen, Mitte Oktober würde ich dann gerne eure Fragen beantworten in dem Video. Dort beantworte ich jede Frage, außer es sind zu viele, dann suche ich mir die schönsten und geilsten Fragen raus. Die werde ich natürlich beantworten. Logo. Ja. Ich werde nicht Fragen beantworten wie, ey, bist du nackt? Nackt? Hallo? Ja, sowas werde ich nicht beantworten, so. Kennst du, was ich tue? Nee, wie gesagt, arbeite ich viel mit meinem Bruder jetzt zusammen. Snoopy BZ, mit ihm habe ich auch ein neues Lied gemacht. Zudem werden auch neue Lieder jetzt kommen. Es hat sich dieses Jahr ein bisschen verzögert alles, weil ich private Probleme habe. Und so, wissen halt ohne meine Freunde Bescheid. Wie gesagt, edit mich, schreibt mir, ihr wisst Bescheid. Guckt euch das Video lieber 5-mal hintereinander an, bevor ihr vergesst, um was es eigentlich ging. Also ich habe schon wieder selber vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich sitze hier ziemlich asi da, ne? Aber ich habe an sich eigentlich ein relativ geiles Leben. Also ich würde mir, macht's einfach, wie ich es gesagt habe, meldet euch bitte. Dieses Video wird auch nochmal auf Englisch kommen, leider ohne mein Gesicht hier, weil das kann ich nicht jedem antun irgendwie. Deswegen wird das Video nochmal kommen. Nur mit Schrift auf Englisch alles, weil ich habe nicht so eine gute englische Aussprache. Hier, motherfucking Shittinghausen in the street of Toilettenwater. Also, ne, deswegen haut da rein. Gute Wette, ab ins Bett und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mal einen Daumen hoch und am besten ihr schickt es mal rum an eure Freunde, wenn ihr einen Produzenten und DJs und sowas mal kennt. Schickt es rum und hört mich mal beim Internetradio zu, wäre echt geil. Da drehe ich immer übelst frei, Leute. Und viele unbekannte Lieder dort. Von vielen unbekannten Produzenten, die echt mehr drauf haben als manche hohe Produzenten. Alles klar. Ich würde sagen, ich schmeiß den Stuhl weg. Ich würde sagen, tschüss.